paar Fragen stellen? Nein. Okay, könnten Sie einmal den Film mit 2, 3 Sätzen beschreiben? Ich glaube, es ist eine Achterbahnfahrt und wir haben probiert, das Lustigmöglichste aus einem eigentlich sehr untypischen Thema rauszuholen. Und die Leute bestätigen uns das sehr gut. Also die Leute sind immer sehr überrascht, dass man da doch echt lachen kann und massiv lachen kann und auch so politisch unkorrekt mit sowas umgehen kann. Wir sind auch dann manchmal immer ein bisschen spießig, ne? Ja, das stimmt. Und was hat Sie dazu bewegt, einen Film über diese Thematik zu drehen? Ich fand es einfach ein gutes Thema. Das ist ja tatsächlich, also was einer der beiden Figuren passiert, ist ja tatsächlich basiert auf einer wahren Geschichte. Und das war einfach, das hat mich angemacht. Dass man sich dann natürlich auf den Weg begibt, über den Tod eine Komödie zu machen, das ist natürlich dann die Herausforderung dabei. Aber das macht ja dann auch Spaß, ja? Weil eine Komödie über eine Komödie zu machen, ist meistens relativ fad. Und so hast du ja natürlich dann auch unter der Komödie immer eine kleine Spannung drunter. Ja klar, und was würden, das ist jetzt eine etwas persönliche Frage, aber was würden Sie tun, wenn Sie erfahren, dass Sie schwer krank sind? Das ist keine Frage für einen roten Teppich. Also das, da kann man jetzt nur ein Schächelchen aufmachen und dann so einen Kalenderspruch rauslassen. Man würde wahrscheinlich erstaunlich wenig machen. Ja? Ich glaube nicht, dass man sich jetzt ins Flugzeug setzen muss. Also das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Und egal, was ich jetzt hier am roten Teppich ins Mikrofon sage, was ich dann wirklich machen würde, keine Ahnung. Es ist dann wahrscheinlich was ganz was anderes. Okay, danke schön. Sehr, sehr gerne. Thank you.